Moin allerseits, ich bin Sven und das ist jetzt der dritte Teil meiner Kompass-Navigationsreihe. Ich hatte ja eigentlich vor, einen Teil weniger zu machen, als ich es jetzt tatsächlich mache, aber die Kartenarbeit oder generell so die Informationen zu der Karte oder zu Karten im Allgemeinen hätte jetzt auch noch ein bisschen gedauert und das jetzt noch an das letzte Video mit ranzuhängen, war mir insgesamt tatsächlich einfach zu viel. Also bekommt ihr das Ganze jetzt einmal wieder so ein bisschen Theorie, dass ich euch so ein bisschen was zu den Karten an sich erzähle, zum Maßstab und so weiter und so fort. Aber ich werde auch schon da einmal in die Praxis übergehen und euch zeigen, wie ihr schon alleine anhand der Karte zum Beispiel einen Berg oder eine Stadt oder irgendeine Besonderheit direkt mit dem Kompass anpeilen könnt. Ihr seht schon, ich habe hier so einen ganzen Stapel Karten vor mir liegen. Das sind halt alles Karten, die ich irgendwo mal in Verwendung hatte und die ich einfach auch aufbewahrt habe. Viele davon schon Eckchen alt, da müsste ich mir mal welche neue holen, wenn ich sie jetzt wieder verwenden wollen würde. Aber ich verbinde mit Karten auch durchaus. Das sind für mich auch so ein bisschen Erinnerungsstücke, wenn ich die Tour mal gelaufen bin. So ist das für mich einfach schön, nochmal nachzuvollziehen. Ich mag die einfach. Ich will gleich mal mit einer Sache starten, wo man immer wieder drüber stolpert, nämlich diesem Wort topografische Karten und andere Karten. So, topografische Karten, muss ich gleich sagen, sind die für uns primär interessanten Karten. Das sind dann einfach die Karten mit Geländedetails, wo man einfach Höhenlinien drin hat, wo man kleine Wege, Forstwege und so weiter gegebenenfalls je nach Maßstab mit drin hat, wo man einfach wirklich reelle, die Karte ist letztendlich eine Darstellung der Natur auf Papier, sodass man wirklich so die Natur, wie sie ist, nimmt, sie zusammenschrumpft und das Ganze halt wirklich auf Papierform presst. So, und da kann man natürlich mehr oder weniger Details draufpacken. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal zum Vergleich Themenkarten oder sogenannte Themenkarten, was halt auch natürlich Karten sind, mit denen man arbeiten kann, aber die meistens einfach spezifisch auf einen, entweder auf einen Weg sehr engmasch ist, da zeige ich eine Sache, oder für eine Region, aber dann halt mit einem gewissen Fokus. So gibt es zum Beispiel auch Radwanderkarten, die dann einfach einen ganz anderen Fokus haben als andere Karten oder einfach nochmal andere Sachen hervorheben, dafür aber auch wiederum andere Dinge weglassen. So, da gibt es also durchaus verschiedene, genau wie es Wasserkarten ja auch gibt, die jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Ich möchte euch mal einmal jetzt ganz kurz den Unterschied zeigen zwischen wirklich so einer Themenkarte, zwischen so einer Wegekarte und zwischen einer normalen topografischen Karte. So, ich versuche das mal einigermaßen übersichtlich hinzukriegen. Hier habt ihr die topografische Karte und ihr seht schon, wie gesagt, was ihr darauf genau seht, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber ihr seht schon wirklich eine Vielzahl an Details, sehr viele Linien, die blauen Adern für Flüsse und überhaupt Gewässer, die Höhenlinien für Berge, die einzelnen Wander- und Forstwege, die richtigen Wanderwege, als auch Ortschaften und so weiter und so fort. Also hier habt ihr wirklich sehr, sehr viele Details und das sind für uns auf jeden Fall die interessanteren Karten. Hier seht ihr, das ist eher so eine Themenkarte. Das ist von dem Naturpark, das ist aus dem Rothaar, also Sauerland, Rothaargebirge. Und da seht ihr schon, sofern ihr das sehen könnt, dass das sehr grob gehalten ist. Zwar habt ihr so die Hauptstraßen und auch Verbindungswege und Ortschaften, aber hier ist ein ganz anderer Fokus, sondern einfach nur als das schlichte, in Anführungsstrichen schlicht, das ist nichts Negatives, touristisch unterwegs sein, auch nochmal mit hier Bahnhöfen, Deutsche Bahn. So, da kann man natürlich auch mit wandern, ganz klar, ihr habt die Wege und so weiter drauf. Euch fehlen hier aber natürlich wahnsinnig viele Details. Also zum Normalen, wenn man jetzt so sagt, oh Mensch, einen schönen Sonntagsspaziergang oder Wanderung, oder wie, taugt so eine Karte auf jeden Fall, weil ihr habt das Wichtigste letztendlich drin. Aber ihr seht oder konntet vielleicht schon sehen, das ist natürlich kein Vergleich zur topografischen Karte, wo ihr natürlich wesentlich mehr Details drauf habt. Das Schöne an der topografischen Karte ist halt, dass ihr anhand dieser Karte einfach wirklich das Gebiet sehen und erkennen könnt. Hier haben wir die Karte vom West Highland Way und da seht ihr auch, das ist grundsätzlich eine topografische Karte, aber die ist halt sehr wegspezifisch. Die hat halt wirklich auf den paar Seiten, will ich jetzt gar nicht alles zeigen, hat den ganzen Weg und ihr habt da quasi immer so Ausschnitte. Das ist natürlich ganz cool, wenn man sich auf den Weg natürlich auch konzentriert, aber jetzt zum groß navigieren habt ihr hier natürlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt und das Topografische beschränkt sich dann wirklich auf diesen Balken hier und ja, ihr habt natürlich nur einen Bruchteil der Information. Wenn ihr, solange ihr hier auf dem Weg bleibt, ist alles tipptopp, dann passiert da nichts, aber wenn ihr da natürlich von abweicht oder irgendwie anders unterwegs seid, habt ihr hier natürlich keine Informationen mehr zu. Also im Prinzip ganz schlicht gesagt, Karten mit vielen Details sind eure Freunde, Karten mit wenig Details, nicht erste Wahl, sondern nur, wenn man nichts anderes bekommen kann. Gucken wir uns aber einfach mal eine Karte etwas näher an, was ihr auch schon von außen dafür Informationen drauf habt. So, zum einen habt ihr natürlich immer einmal steht drauf, was für ein Gebiet das ist. Und bei der Reihe von Kompass ist aber nochmal ganz schön, dass ganz oft auch so eine Empfehlung drauf ist, das ist zum Wandern und Radfahren geeignet. Wetterfest, finde ich, ist immer eine ganz praktische Sache. Das war früher wirklich die Pest. Da habe ich immer noch so eine, ihr seht auch schon, wie vergilbt die ist, das ist so eine ewig alte Kartenhülle, die war früher für mich wirklich absolut essentiell, denn sobald so ein paar Tropfen auf die Landkarte draufkamen, auf die Karte,
ja, war es halt nicht mehr schön. Mittlerweile sind tatsächlich ganz viele Karten so eine, ja, so eine Art, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Art Plastikgewebe einfach, also Plastikpapier, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Regel reißfest als auch wasserwetterfest. Steht hier unten nochmal mit drauf, steht auf den anderen, wofern es eine ist. Hier, da habt ihr es auch, reißfest und wetterfest. Und das funktioniert tatsächlich und ist wirklich auch sehr praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und favorisiere ich auch, weil man da eine Sorge weniger hat, falls da irgendwie Regen drauf kommt. Dann habt ihr hier einmal den Maßstab 1 zu 25.000, da erzähle ich gleich nochmal näher was zu. Hier habt ihr den Ausschnitt, dass ihr sehen könnt, für welches Gebiet gilt diese Karte überhaupt. Ihr seht, ich habe jetzt hier Brocken. So, aus dem Harz habe ich natürlich relativ viele Karten. So habe ich auch nochmal Harzer Hexenstieg, das ist eben Harzer Hexenstieg spezifisch. Den Oberharz, der hat dann wieder andere Gebiete. Ihr seht hier verschiedene Farben für die verschiedenen Gebiete. Da gibt es halt einfach, ne, ich habe jetzt hier den Oberharz, da ist nochmal der mittlere Harz, da haben wir den Ostharz und den Südharz. Und da seht ihr halt hier nochmal mal welche Karte, ne, grüne Karte gilt für dieses Gebiet, braune Karte gilt für dieses Gebiet, gelbe Karte für dieses und blau logischerweise hierfür. Das gab es so als Set nochmal mit zusammen. Finde ich sau praktisch. Und da kann man halt immer schon mal sehen, wie weit reicht das eigentlich? Weil es reicht natürlich nicht einfach nur zu gucken, was weiß ich, ich will im Goslar starten. Wenn ich jetzt aber irgendwie nach Hasselfelde möchte, dann sehe ich, okay, wenn ich nur die blaue Karte mitnehme, also die mit dem blauen, ne, hier oben, die reicht gar nicht bis Hasselfelde rüber. Da brauche ich also noch was anderes. Oder ne, ich bin in der Ecke unterwegs, aber habe nur die Karte hierfür, dann nutzt mir das auch alles nichts. Das heißt, da könnt ihr immer schon mal sehen, welches Gebiet ist abgedeckt und solltet ihr natürlich auch entsprechend darauf achten. Denn je größer der Maßstab ist, desto kleiner ist natürlich auch das Gebiet, das auf der Karte abgebildet werden kann. An der Stelle nur ganz kurz eine Aufklärung. Kommt zwar beim Maßstab oder wäre es gleich nochmal gekommen, aber hier jetzt auch schon mal gesagt, großer Maßstab heißt kleine Zahl. Und kleiner Maßstab heißt große Zahl. Das heißt, wenn ihr einen 1 zu 100.000 Maßstab habt, so bei dir zum Beispiel, zeige ich euch gleich nochmal, dann ist das ein kleiner Maßstab. Wenn ihr einen 1 zu 25.000 Maßstab habt, dann ist es ein großer Maßstab. Könnt ihr euch ganz einfach merken, dann ist ja wie, müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr auf dem Smartphone zack auseinanderschiebt und zusammen, oder wer schon mal Google Maps genutzt hat oder so weiter, wird es kennen, ne, das einfache Vergrößern und Verkleinern. Und je weiter ihr zack so auseinanderzieht, desto geringer wird die Zahl letztendlich und desto mehr seht ihr auf dem Bildschirm. Aber desto kleiner wird natürlich auch die Menge, die ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Wenn ihr dann wieder rauszoomt, ne, dann wird das Bild immer, ihr kriegt immer mehr Fläche im Gesamten, aber immer weniger Details. Es geht also immer weiter raus, dann ist die Maßstabszahl natürlich immer höher, aber das, was ihr, der Maßstab an sich ist immer kleiner. So, das nur mal ganz kurz erklärt. Wie gesagt, großer Maßstab, kleine Maßstabszahl, kleiner Maßstab, große Maßstabszahl. Das führt immer mal zur Verwirrung, weil es natürlich so ein bisschen gegensätzlich klingt. Aber ein 1 zu 25.000, übrigens mein absoluter Liebling, ist ein großer Maßstab und hervorragend für das Wandern geeignet. Aber jetzt gehen wir weiter auf die Informationen auf der Karte selber ein. So, ihr habt also schon mal geschaut, ob das für die Region, in der ihr unterwegs seid, hinhaut. Ihr wisst, okay, 1 zu 25.000 ist der Maßstab. So, passt soweit. Jetzt sind auf der Karte aber noch weitere Informationen drauf, die für euch vor allem auch recht interessant sind. Nämlich einmal eine sehr ausführliche Legende, da komme ich gleich drauf. Aber ihr habt auch hier nochmal, zack, einmal den Maßstab stehen und habt auch hier, ne, genau von 0 bis 1 Kilometer. Das heißt, diese Distanz bei 25.000, 1 zu 25.000 sind das 4 cm, komme ich gleich zu, seht ihr genau, wie weit 1 Kilometer ist. Einfach nur, wenn ihr schon mal messen wollt, zack, ne, wisst ihr genau, ah, okay, diese Distanz ist 1 Kilometer. So, das habt ihr einmal. Ihr habt aber auch auf den Karten bei der Legende bzw. bei diesen Informationen, das ist an unterschiedlichen Stellen je nach Karte, habt ihr irgendwo immer ein Datum. Konnte man hier jetzt wahrscheinlich schlecht sehen, war aber 2021. Und ihr solltet da auch wirklich, gerade wenn ihr in ein Gebiet kommt, wo ihr euch nicht auskennt oder wo ihr einfach das erste Mal vielleicht unterwegs seid, seht zu, dass ihr Kartenmaterial bekommt, das so aktuell wie möglich ist.
Weil da kann sich natürlich eine ganze Menge ändern und wenn man das Gebiet nicht kennt, ist man natürlich auf die Informationen in der Karte angewiesen. Und wenn die Realität nicht mehr mit der Karte übereinstimmt, weil zum Beispiel Schutzhütten da noch eingetragen sind, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, das kann gegebenenfalls auch recht unangenehm sein, wenn ihr das sagt, oh Mensch, hier, das soll mein Schlafplatz sein, in der Schutzhütte will ich die Nacht über ruhen oder will mich vor dem nächsten Unwetter schützen oder wie auch immer. Und ihr gebt Vollgas, um da hinzukommen und stellt auch einmal fest, okay, da sind auch irgendwie so die Ruine einer Schutzhütte auf dem Boden vielleicht erkennbar, aber die existiert gar nicht mehr, ist das natürlich arg schlecht. Deswegen schaut immer, wenn ihr euch Kartenmaterial holt, dass ihr es nach Möglichkeit so aktuell wie möglich holt. Dann habt ihr hier auch nochmal eine Legende. Da findet ihr wahnsinnig viele Informationen. Gerade jetzt auf den Karten finde ich das eigentlich ganz cool gemacht, weil man auch zu verschiedenen, das ist halt wirklich auch Wandern und Radfahren ausgelegt. Das heißt, ihr habt da auch, was weiß ich, Freizeitaktivitäten und so mit bei hier, Tischtennisplätze und so weiter und so fort. Da habt ihr halt eine ganze Reihe an zusätzlichen Informationen. Ja, das durchgehende Striche sind ein Weg, gestrichelte sind ist ein Pfad und halt gepunktete, das ist halt so ein Steig. Das ist durchaus auch eine Art auch Legende, wo ihr durchaus häufiger drauf stoßen werdet, wo ihr halt einfach die prägnanten Punkte habt, wo ihr halt hier zum Beispiel Autobahn mit Kreuz, Weg, Wohnstraße und so weiter und so fort. Also da seht ihr immer genau, was ihr auf der Karte dann auch am Ende seht. Hier zum Beispiel auch mit diesen Strichen. Also mit diesen beiden Dreiecken und Strichen, Steigung, schwerer Weg, schwere Wegstrecke. So habt ihr also wirklich die Informationen nochmal, wenn ihr auf die Karte guckt und ihr seht vor lauter Striche die Richtung nicht, dass ihr wisst, was ihr da eigentlich seht. Oder jetzt auch hier zum Beispiel Jugendherberge, Campingplatz, was haben wir hier noch, was irgendwo interessant ist, Schutzhütten, Rastplatz, das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Da schaut also bei jeder Karte immer nochmal auf die Legende, dass ihr da einfach mal guckt, was bedeuten die einzelnen Zeichen eigentlich, wenn ihr die nicht kennen solltet. Das ist auch eine alte Karte aus dem Harz. Und da seht ihr schon blaue Linien, ganz klar, das ist natürlich Wasser. Das lässt sich jetzt ganz schlecht zeichnen. Also ich kann euch jetzt, das werdet ihr nicht erkennen können hier. Ihr seht halt immer so blaue Linien, da wisst ihr, okay, das ist Wasser. Das ist für die Tourenplanung natürlich immer gut zu wissen. Aber nur weil da grundsätzlich eine blaue Linie eingezeichnet ist, heißt das nicht, dass da auch aktuell Wasser durchläuft. Denn es kann natürlich sein, beim trockenen Sommer oder so, dass der ein oder andere Bach ausgetrocknet ist und da einfach gerade nichts, ja, nichts zu holen ist. So, das heißt, wenn ihr bei der Tourenplanung seid, mache ich das auch meistens so, dass ich, wenn zumindest wenn man in der Region guckt, dass man schaut, okay, wie ist da eigentlich die Wasserversorgung, wie oft kreuzt quasi eine blaue Linie irgendwo den Weg, dass man gucken kann, ob man dann die Möglichkeit hat, Wasser zu zapfen. Und ihr müsst auch da genau auf die Karte schauen, auch anhand der Höhenlinien und dergleichen. Erreicht ihr die blaue Linie denn überhaupt? Wenn ihr seht, ihr seid auf dem Weg und dann geht es zack, 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 Höhenlinien runter und da ist eine blaue Linie, dann kommt ihr vielleicht gar nicht an diese blaue Linie ran. Nichtsdestotrotz im Hinterkopf behalten, blaue Linien, immer interessant. Gerade wenn ihr Tourenplanung auch relativ fix mit der Karte macht und sagt, so dieses Gebiet und so weiter, oder ihr wollt eine blaue Linie anpeilen, ihr wisst, wo ihr seid und ihr braucht unbedingt Wasser und so, habt ihr da natürlich die Informationen dazu, wo kleine Bäche sind. So, ihr habt hier zum Beispiel auch, hier seht ihr so eine kleine Schutzhütte. Ne, dann wisst ihr also auch, wenn ihr irgendwo hier seid und ihr wollt vielleicht das anpeilen. Also ihr habt mit der Karte immer wahnsinnig viele Informationen. Deswegen ist es da auch wirklich wichtig, euch die Legende einmal anzuschauen. Das kann ganz leicht unterschiedlich sein, aber in der Regel sind es die gleichen Sachen. Je dicker die Linie ist, desto größer ist die Straße, um es mal zu sagen. Da hat man eine Bundesstraße oder Autobahn oder dergleichen. Und je feiner die Linie wird, desto eher ist es dann halt einfach ein Forstweg oder so ein Trampelpfad, sag ich mal, das aber immer noch eingezeichnet ist. Die sind aber nicht immer eingezeichnet. Denn das ist natürlich eine Sache des Maßstabs, denn ihr müsst euch vorstellen, ihr schnappt euch die Natur und packt die auf ein Blatt Papier. So. Und je mehr ihr da auf ein Stück haben wollt oder bringen wollt, desto weiter müsst ihr das Ganze ja komprimieren und desto mehr Details müsst ihr rausnehmen. Zum Wandern ist so ein Maßstab von 1 zu 25.000, 1 zu 30.000, 1 zu 35.000 wirklich gut. Je größer der Maßstab, ne, also je kleiner die Zahl des Maßstabes, desto besser zum Wandern tatsächlich. 25.000 finde ich für mich perfekt, weil ihr da immer noch eine relativ große Fläche mit der Karte abdeckt. Und trotzdem schon so weit reingezoomt habt letztendlich, dass ihr wahnsinnig viele Details habt und einfach auch alle Details, die für euch interessant sind. Je kleiner der Maßstab wird, also je größer die Maßstabszahl, 1 zu 50.000, 1 zu 100.000 und aufwärts, desto eher ist das was für den groben Überblick oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist. 1 zu 100.000 und aufwärts, das ist tatsächlich nur eine ganz grobe Übersicht über das Gebiet und
Ortschaft A, Ortschaft B und was ist da eigentlich so, wo führt vielleicht ein großer Bach lang, Bergkette und so weiter. Also da habt ihr dann so einen Überblick über die Landschaft. Müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr auf einer sehr, sehr hohen Anhöhe steht und einmal wirklich weit umblickt, alles überblicken könnt, aber nicht die Details seht. Das habt ihr dann wirklich, müsst ihr euch vorstellen, damit im Maßstab 1 zu 25.000. Ihr steht immer noch auf der Anhöhe, aber jetzt habt ihr ein Fernglas. So, dann könnt ihr die einzelnen Wege sehen und könnt dann einfach die Details ausmachen. Und vorher mit 1 zu 100.000, 1 zu 50.000 finde ich auch schon schwierig, seht ihr halt wirklich nur das große Ganze. Ich finde, hier kann man das nochmal schön sehen. Hier haben wir einen Maßstab von 1 zu 25.000. So, ne, hier hat man schön die Rappbodetalsperre, die einzelnen kleinen Wanderwege, hier ganz viele gestrichelte Linien von kleinen Forstwegen und so weiter und so fort. Schutzhütte sind hier eingezeichnet, ne, hier nochmal Schutzhütte, Aussichtspunkte sind hier eingezeichnet, die Höhenlinien und so weiter und so fort. Und hier haben wir vom gleichen Gebiet eine Karte mit 1 zu 100.000 und schaut euch das mal an. Das hier ist die Rappbodetalsperre. Erkennt ihr auch schön an der Form. Das ist genau dies hier. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Das ist genau dieses hier, ist genau das hier. Und da seht ihr halt einfach natürlich den deutlichen Unterschied und wie viel weniger Details ihr habt. Hier seht ihr auch noch die großen Straßen und die Autobahnen und so weiter. Aber diese ganzen Wanderwege und Forstwege, das kann hier natürlich gar nicht drauf dargestellt werden, weil die Linien dermaßen fein sein müssten, damit sie überhaupt noch hier drauf wären, dass die überhaupt nicht gezeigt werden können. Da, ja, einmal nochmal zum Verdeutlichen, was das wirklich für einen Unterschied macht. 1 zu 25.000, großer Maßstab, 1 zu 100.000, kleiner Maßstab. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Maßstäbe. So die gängigsten Maßstäbe sind 1 zu 25.000, auch der 4 cm Maßstab genannt. Hat einfach damit zu tun, 1 cm auf der Karte entsprechen 250 Meter. So, und 4 cm ergeben 1 Kilometer. Als nächstes den 50.000er Maßstab, der wird auch 2 cm Karte genannt, aus genau dem gleichen Prinzip. 1 cm entspricht 500 Meter, 2 cm entsprechen dementsprechend 1 Kilometer. Und als letztes die 100er Karte, die ja, mit dem Maßstab 1 zu 100.000. Und da habt ihr 1 cm entspricht 1 Kilometer. Und da seht ihr einfach auch schon diesen Unterschied, dass ihr halt einfach natürlich ihr bei der Karte 1 zu 25.000 viermal mehr Details habt. Weil 1 cm auf der 1 zu 25.000 Karte, das sind halt 250 Meter. Und auf der 1 zu 100.000 Karte ist das 1 Kilometer. Und das ist natürlich schon ein massiver Unterschied. Den Maßstab könnt ihr auch ganz leicht errechnen, was, ne, welche Distanz entspricht, wenn ihr den Maßstab kennt. Denn das ist einfach wirklich, ja, wie eben gesagt, einmal runtergezoomt, wenn man so möchte. Sprich, 1 cm auf der Karte bei einem Maßstab 1 zu 25.000 entspricht 25.000 Zentimetern, ja, in der Natur. Was bei den topografischen Karten natürlich auch schön ist, dass ihr hier wirklich die Natur dargestellt seht. Es ist ein bisschen Übung und das kann ich euch auch nicht zeigen, sondern das müsst ihr wirklich üben und euch vergegenwärtigen, was ihr da seht. So, weil das kann ich euch jetzt hier auf dem Papier zeigen, das müsst ihr euch selber einfach bildlich vorstellen. Wir haben hier den Brocken, ne, wisst ihr, schöner Berg im Norden. Und ihr seht hier ja überall diese, ja, dünnen braunen Linien. Die sind auch beschriftet. Dann könnt ihr hier zum Beispiel sehen 1000, hier seht ihr 900, hier seht ihr 800. Also zwischen den dickeren braunen Linien sind immer 100 Meter. So, und hier ganz oben 1141 muss hier irgendwo stehen. Das ist nämlich die, so hoch ist der Brocken. Da steht es auch. Anhand dieser Linien, da könnt ihr euch wirklich, müsst ihr euch vorstellen, den Berg von oben. Das hier ist die Spitze und diese braunen Linien geben das von unten geschachtet einfach wieder. So dass ihr da sehen könnt, ab wann dieser Berg und die Steigung beginnt. Und je enger diese Linien natürlich zusammen sind, desto auf kürzerem Weg, desto steiler ist dann natürlich auch dieser Weg. Weil ihr dann natürlich viele Höhenmeter auf kurze Distanz habt. Wenn ihr hier, also hier habt ihr, ne, hier habt ihr noch 900 Meter und hier habt ihr 1000 Meter. Ich versuche euch das einfach mal so ganz simpel nebenbei zu zeigen. Brocken. Ne, nennen wir es mal dickes B. So, das norddeutsche dicke B. Und dann habt ihr hier diese braunen Linien. So, und ihr habt da welche, die sind etwas dicker. Also die sind einfach wirklich so dicker braun, das erkennt ihr auch sofort. Schnappt euch beim Schauen dieses Videos wirklich einfach mal eine Karte und schaut euch das selber an, weil dann könnt ihr das mit den eigenen Augen sehen. So, und hier zum Beispiel auch. Ne? Das ist jetzt dieses nachgezeichnete, das sind dickere braune Linien der Höhenmeter. Das ist hier, hier ist der Gipfel. 1141 Meter. So, hier haben wir 1000. Da haben wir 900. Ich drehe das mal um. So, das ist im Prinzip richtig unschön, das hier nachgezeichnet. Also, wir haben hier einmal den Brocken und den Gipfel. Den haben wir halt hier vorne. Ne?
Und dann seht ihr hier vielleicht auf der Kamera, dass ihr hier habt ihr ganz schwache braune Linien und dann immer mal stärkere. So, hier haben wir eine stärkere, das sollen die schwächeren braunen Linien sein und das hier ist wieder eine stärkere. Zwischen den stärkeren braunen Linien liegen 100 Höhenmeter. Das heißt, das hier ist auf 900 Metern Höhe, das hier ist auf 1000 Metern Höhe und hier haben wir den Gipfel, der ist angezeichnet in der Karte. Das wäre jetzt hier dieser kleine Punkt direkt auf der Spitze, 1141 Meter. Das heißt, wenn jetzt hier ein Weg hochgeht, ne, und ihr lauft diesen Weg und der ist zum Beispiel wie hier relativ kurz, dann habt ihr hier die Linie mit 900 Metern und hier die Linie mit 1000 Metern, weil hier macht so eine Ausbuchtung. Da könnt ihr so genau sehen, wie der Berg aussieht, genau wie der Berg geformt ist. Könnt ihr genau anhand der Höhenlinien nachvollziehen. So, das heißt, ihr habt auf dieser kleinen Strecke, ne, da habt ihr eine Steigung, also habt ihr einen Höhenmeterunterschied von 100 Metern. Hier 900 Metern, da 1000 Meter. Jetzt könnt ihr einfach im Prinzip, weil es hier ein relativ gerader Weg ist, könnt ihr euch einfach mal abmessen, wie weit ist das eigentlich so. Da haben wir jetzt ne, runden wir mal auf, haben wir 2 Zentimeter. Wir wissen bei dieser Karte, das ist eine 1 zu 30.000er Karte, das heißt 1 Zentimeter entspricht 300 Metern. Das heißt, wir haben hier 600 Meter und in diesen 600 Metern legen wir gleichzeitig auch nochmal 100 Höhenmeter zurück. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verdeutlichen. Aber warum ist das überhaupt interessant für uns? Ganz einfach, weil ihr anhand dessen sehen könnt, was für eine Steigung ihr da zu erwarten habt. Denn wenn ihr zum Beispiel, jetzt haben wir 600 Meter, 100 Höhenmeter auf 600 Meter Wegstrecke. So, wenn wir beispielsweise auf 300 Metern 100 Höhenmeter hätten, einfach nur aus der Luft gegriffen, dann wüsstet ihr, ihr müsstet diese Höhenmeter, 100 Meter Unterschied in der Höhe, müsstet ihr auf eine viel geringere Distanz schaffen und dementsprechend muss der Weg viel steiler sein, damit ihr auf dieser kurzen Distanz da überhaupt ja, hochkommt. So bekommt ihr also Aufschluss über die Gegend, in der ihr unterwegs seid und auch die Anstiege, die zu erwarten sind, als auch wie ihr den Berg am besten hochkommt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ich schaffe keinen steilen Anstieg oder Abstieg, mein Knie ist irgendwie, ich haut nicht mehr so richtig hin, ich will nach Möglichkeiten sanfteren Abstieg, dass man so ein bisschen sagt, serpentinenartig, dann einfach zwar wesentlich weiterläuft, aber so ein bisschen kreisend, aber dafür nicht ganz so steil, könnt ihr alles anhand der Karte sehen, indem ihr einfach genau darauf achtet, wie sind die Höhenmeter und auf welche Distanz Wegstrecke habe ich wie viele Höhenmeter zu bewältigen. Weil ne, da einfach den Menschenverstand einschalten, wenn ich weiß, auf 500 Meter muss ich 200 Meter hoch, ne, dann weiß ich, das ist schon nicht wenig. Da muss ich mich ganz schön anstrengen. Deswegen ist übrigens auch ein Kartenkompass sehr, sehr praktisch, weil ihr da halt einfach schnell Informationen bekommt. Dadurch, dass es halt einfach durchsichtig ist, könnt ihr direkt darauf arbeiten. Und ne, hier, wie gesagt, habt ihr eine Zentimeterangabe dran. Das hatte ich euch, glaube ich, im letzten Teil schon gezeigt. Und hier habt ihr schon vorgegebene Maßstäbe 1 zu 25.000, 1 zu 50.000. Wie gesagt, das sind sehr gängige Maßstäbe, deswegen sind die beiden drauf. Auch bei dem hier sieht man hier den Maßstab 1 zu 25.000, 1 zu 50.000. Das heißt, da hat man wirklich einmal ganz gut Informationen. Plus, es lässt sich auch leicht hochrechnen. So, nach so viel Theorie zu der Karte wollen wir aber nochmal zu so ein, zwei kleinen praktischen Dingen kommen. Man kann mit der Karte natürlich auch schon so arbeiten, ohne dass man den Kompass überhaupt rausholt, indem man seine Umgebung einfach anschaut. Das ist natürlich ja im Prinzip nur dann sinnvoll möglich, wenn man auch verschiedene oder zumindest so den einen oder anderen sicher zu bestimmenden Punkt hat. Sprich, man kann einen Berg 100% identifizieren oder man kann einen Fluss 100% identifizieren. Dann weiß man zumindest schon mal einfach anhand dessen, aus welcher Position man den jeweiligen Berg oder den Fluss und so weiter sieht, ganz, 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 ganz grob, wo auf der Karte man sich befindet oder einfach, wie rum man die Karte halten soll. So, wir haben wieder meine wunderschöne Zeichnung und das X soll meine Position darstellen, die ich zwar nicht 100%ig weiß, aber für dieses Beispiel natürlich ganz nützlich ist. Denn ich kann von diesem Punkt, der auf einer Höhe ist, dass ich eine ja, größere Weitsicht habe, kann ich sehen, dass sich hier der Brocken befindet. Der Brocken ist ein sehr prägnanter Berg, einfach natürlich, weil er der höchste Berg in dieser Umgebung ist und natürlich auch wegen der Station, die da oben drauf ist, kann man den Brocken wirklich einfach sehr, sehr gut identifizieren. So, ich kann von diesem Punkt aber auch den Eckerstausee sehen. Das heißt, ich weiß in etwa, wenn ich die Karte nehme, so, ich mache das mal ein bisschen kleiner, so, ich drehe die Karte mal in eure Richtung. Ich weiß jetzt also, okay, ich kann den Eckerstausee sehen und ich kann den Brocken sehen. Wenn ich jetzt also hier stehe, ohne dass ich weiß, dass ich hier stehe, weiß ich aber, dass
ich den Brocken halt in diesem Winkel sehe. So, das heißt, ich weiß nicht, ich muss die Karte, wo ich hier den Brocken ja auch sehe, schon mal zack anpassen, sodass ich dann wirklich sehe, okay, das haut in etwa hin. Ich weiß dann natürlich meine genaue Position noch nicht. Das ist klar, da kommen wir beim Peilen drauf, da machen wir Kreuzpeilung und von der Standlinie peilen, das kommt alles noch. Aber ihr habt einfach schon mal die Karte so weit eingerichtet, dass ihr zumindest wisst, okay, das ist die Richtung. Hier ist Norden, denn oben, die Karte ist natürlich immer nach Norden ausgerichtet, das heißt, oben in der Karte ist immer Norden, ne? Und Süden und Westen, Osten ist dann entsprechend klar. Das heißt aber für euch auch schon, anhand dieser Information, ohne Kompass, ohne alles, ihr wisst, okay, Brocken ist da, lege ich die Karte so hin, dass ich meine Blickrichtung damit decke, Eckerstausee ist da, ne? Dann hat man schon mal so zwei Punkte und selbst ohne den Eckerstausee, einfach nur anhand der Position des Brockens, einfach nur anhand dessen, dass ich da stehe und den Brocken in diesem Winkel sehen kann, kann ich die Karte nehmen und genauso drehen. So, hier seht ihr nur noch die Oberfläche. Wenn ich jetzt hier stehe und das wäre jetzt keine, ne, ich in echt quasi hier stünde, würde ich hier stehen, hier den Brocken sehen und die Karte so ausrichten, zack, dass die Karte, dass der Brocken in der Position genau übereinstimmt zu dem, was ich sehe. Also das hier soll keine Karte darstellen, sondern das soll quasi das darstellen, was ich sehe. So, und dann weiß ich schon mal, okay, nicht 100%, nicht auf den Grad genau, das ist klar, aber ich weiß, in diese Richtung ist Norden. Ich weiß, in diese Richtung ist Süden. So, und so habe ich mir einfach schon mal so ein gewisses Gitter geschaffen, dass ich auf jeden Fall die Himmelsrichtung relativ präzise bestimmen kann. Je mehr einzelne Punkte ihr natürlich auf der Karte identifizieren könnt und von eurem Standpunkt aus sehen, desto präziser könnt ihr natürlich so in etwa auch abschätzen, wo ihr seid. Ihr könnt euch so dann quasi aus mehreren Punkten eine, ja, recht ungenaue Kreuzpeilung machen, aber ihr könntet dann zumindest eingrenzen, ob ihr hier steht oder ob ihr hier steht oder ob ihr hier steht. Wisst ihr, also habt ihr so die grobe Möglichkeit. Wenn ihr wisst, ihr habt den Brocken in einem groben Winkel, was weiß ich, ihr seht ihn so. So, habt den gerade drauf, ne? Macht ihr so einen Strich runter. Dann seht ihr, okay, den habt ihr jetzt irgendwie in dem und dem Winkel. So, ihr wisst natürlich nicht, welche Linie korrekt ist. Das heißt, diese, ne, ihr macht einmal so einen groben, zack. Und dann seht ihr vielleicht noch, was habe ich denn hier noch? Hier die Zeta-Klippen. Ich weiß, vielleicht Zeta-Klippen sind da. Ich gehe jetzt natürlich in die Richtung automatisch. Aber vielleicht von der Richtung her, zack. So, als ganz grobes Beispiel, wie gesagt, nur anhand der Optik, habt ihr dann aber schon mal eure Position irgendwo auf dieses Gebiet eingegrenzt. Weil ihr wisst, um gleichzeitig den Brocken in die Richtung sehen zu können, die Zeta-Klippen, die man da übrigens nicht sehen kann, aber jetzt mal so, ne, ganz egal, die Zeta-Klippen in die Richtung sehen zu können und den Stausee in diese Richtung sehen zu können, so, müsst ihr irgendwo in diesem Bereich sein. Das könnt ihr natürlich ohne richtig korrektes Peilen, ist das natürlich eine ungenaue Angabe, aber trotzdem schon eine, die euch natürlich das Leben deutlich leichter macht, weil ihr jetzt viel kleinräumiger gucken könnt. Ihr könnt gucken, wo sind denn jetzt hier Kreuzungen? So, wenn ich jetzt irgendwie den Weg weiterlaufe und man kommt auf einmal an so eine T-Kreuzung, dann lässt das vermuten, dass man irgendwo hier in dieser Ecke ist. Oder hier sieht man eingezeichnet, das werdet ihr nicht sehen können, aber hier ist ein Rastplatz eingezeichnet. Wenn man den Platz jetzt weitergeht und man sieht hier einen Rastplatz plötzlich, ne, dann hat man einfach schon mal diesen Radius abgedeckt und sich so schon mal eine ganz grobe Orientierung geschaffen, ohne dass man den Kompass nicht verwendet hat. Praktischer, aber das ist draußen halt immer so ein bisschen schwierig, ist es natürlich, wenn man zwei Punkte hintereinander hat, die sich komplett decken lassen. Das hieße, wenn ich jetzt zu dem Brocken hätte und ich hätte hier jetzt auch noch einen Punkt vor, hätte ich natürlich eine Linie, wo ich weiß, diese Linie muss durch beide Punkte durch diesen Berg oder Kirche oder was auch immer und diesen Berg. Das funktioniert mit Städten in der Nähe noch ein bisschen leichter. Wenn ihr irgendwo ganz weit draußen seid, dann habt ihr jedenfalls nicht so schön zwei Punkte hintereinander, dass ihr da eine Linie machen könnt. Das heißt, ihr habt hier wirklich nur so ein grobes Feld. Ihr wisst dann aber, und das ist das, worum es mir geht, dass ihr nicht in diesem Radius suchen müsst, sondern in diesem Radius. Nochmal ganz deutlich gesagt, habe ich zwar jetzt schon, glaube ich, fünfmal gesagt, das ist eine sehr grobe Einschätzung und man kriegt damit natürlich nicht genau seine Position, aber man kann es einfach besser einschätzen. Und das ist, wenn man keinen Kompass dabei hat, aber diese Karte hat natürlich schon mal eine große Hilfe, weil einem das Leben deutlich leichter macht, wenn man nicht so viel abdecken muss, sondern vielleicht nur so viel. Mit dem Kompass, und das werdet ihr in der Peilung sehen, könnt ihr diesen Kreis dann aber auf so einen Kreis eingrenzen. Das ist natürlich dann richtig interessant und das ist natürlich auch die Stärke von dem Kompass. Eine weitere Sache, die bei der Karte immer nützlich ist, wenn ihr eben nicht das so leicht habt, dass ihr diese prägnanten Punkte habt, ihr aber wissen wollt,
ne, wie rum ist das Ganze jetzt eigentlich, ist natürlich, dass wenn ihr versucht, eure Position zu bestimmen, ihr die Karte einnordet. So, meine wunderbare Zeichnung. Ihr werdet diese Zeichnung im Laufe oder überhaupt noch meine Zeichnung im Laufe dieser ganzen Reihe sicherlich noch ein paar Mal sehen, weil ich da einfach noch so ein paar Sachen etwas besser verdeutlichen kann, denn ich habe den Brocken nun mal nicht vor der Tür. So, ihr habt hier also diese Karte und ihr wisst als Fakt, als 100%igen Fakt, die Oberseite der Karte ist Norden. Das wisst ihr 100%ig, das heißt, da müsst ihr nicht überlegen, sondern ihr wisst, die Oberseite ist Norden. Das heißt, wenn ihr nun den Kompass schnappt, ihr habt hier wieder den Richtungspfeil, das heißt, ihr wisst, das zeigt nach oben, das zeigt nach Norden, sagt, so rum gehört ihr, hier sagt, die Karte ist Norden. Dann habt ihr hier die ganzen schönen Anlegekanten, also einmal die Anlegekante, als auch die Nordmarken, Nordstreiche. Meine Güte, jetzt komme ich schon selber mit Norden durcheinander. Und das Schöne ist einfach, ihr könnt jetzt ganz einfach, schnappt euch so eine schöne Linie, schnappt euch hier das Gitternetz, legt das Ganze einfach an, so. Norden sollte natürlich auch nach oben. Ihr habt das am Gitternetz schön ausgerichtet. Einmal anhand der Längsmarkierung und hier habt ihr auch noch so eine Quermarkierung. Das heißt, ihr könnt jetzt wirklich richtig schön so zack ans Gitternetz nehmen und das exakt drauflegen, dass sich das genau deckt, längs und quer. Das heißt, das ist jetzt 100% drauf. Und ihr seht, die Karte ist nicht eingenordet, denn ne, die Nadel, die nach Norden zeigt, zeigt ja in die Richtung. Das heißt, wenn ihr die Karte jetzt so ein wenig dreht. Ihr seht da drunter nochmal schön die Nordmarke. Ne, das ist immer die Markierung. Und hier wollt ihr genau, dass sich das deckt. Das heißt, ihr dreht das vorsichtig weiter, bis die Nadel exakt da drin ist und exakt nach Norden dreht. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe und die Karte so halte, dann ist die Karte eingenordet. Das heißt aber nicht, dass das dann... Das heißt durchaus, dass man die Karte auch mal in Anführungsstrichen falsch rumhalten muss. Jetzt ist es natürlich andersherum, dass das hier Norden ist. Ich stehe jetzt aber zum Beispiel hier. Einfach an meiner Position, wo ich gerade stehe. Das heißt, ich gucke gerade in Richtung Süden. Das ist jetzt aber die Information, die ich weiß. Ich weiß, hier ist Süden. Auch wenn ich jetzt nichts von meiner Umgebung sehe. Ich bin hier zum Beispiel irgendwo mitten im Wald und ich möchte einfach wissen, verdammt, in welche Himmelsrichtung bin ich. Vielleicht bin ich in einer T-Kreuzung und möchte wissen, okay, ich weiß, ich bin muss an diese T-Kreuzung und ist auch gut und schön. Ich weiß nur gerade nicht, ich will nach Süden. Ich weiß nur nicht, welcher Weg ist denn das? Gehe ich nach oben oder gehe ich nach unten? So, und anhand dessen habt ihr jetzt die Karte eingenordet. Das heißt, ihr wisst ganz genau, das, was die Karte abbildet, das ist das, wie es auch tatsächlich in der Natur ist. Sprich, da ist Süden, da ist Norden. Ihr seid irgendwo hier und guckt in diese Richtung beispielsweise und ihr wisst, ah, okay, ich kann es zwar gerade nicht sehen, weil ich mitten im Wald bin, aber in diese Richtung muss der Brocken sein. Ich will nach Süden, das weiß ich. Also weiß ich, ich muss in die Richtung, weil die Karte ne, in die Richtung nach Süden geht. So, das war jetzt letztendlich mit sehr vielen Worten eine ganz einfache Sache erklärt. Nämlich einfach, dass ihr die Karte anhand der realen Bedingungen ausrichtet. Sprich, dass der Nordrand der Karte auch tatsächlich nach Norden zeigt. So. Auch das gibt euch schon wieder weitere Informationen, weil ihr auch da schon wieder ein bisschen Sachen eingrenzen könnt. Wenn ihr wisst, wenn ich in die Richtung gucke und da ist ein Berg und es ist jetzt nicht so ein exponierter Berg wie der Brocken. Wie gesagt, Brocken ist ein schöner Punkt, wie eben jetzt für diese Grobbestimmung, die Grobpeilung ohne Kompass über mehrere Punkte. Da ist ein Brocken schön, weil den könnt ihr 100% identifizieren. Ihr wisst, ihr seht den und ihr wisst, das ist der Brocken. So, ihr wisst irgendwo grob, wo ihr seid, ihr seht da einen Berg. Ihr wisst aber nicht, ist das eigentlich der Berg, den ihr im Norden seht, oder ist es der Berg aus dem Süden von diesem Weg aus? So, weil Berg ist nicht prägnant genug, dass ihr sehen könntet, ihr habt euch irgendwie so ein bisschen verfranst, was auch immer. Wenn ihr die Karte einnordet und dementsprechend genau wisst, okay, das ist Norden, das ist also der Berg aus dem Norden, dann ist das der, logischerweise der Berg aus dem Süden und schon habt ihr wieder so eine Achse. Wenn ihr seht, okay, ich bin hier, ich kann beide Berge sehen, habt ihr schon wieder eine Möglichkeit, das so ein bisschen einzugrenzen. Deswegen auch ein Punkt, ganz wichtig, schaut euch die Legende der Karte an und schaut euch an, was die Karte euch sagt. Seien das kleine Denkmäler zum Beispiel, die eingezeichnet sind, Schutzhütten, die eingezeichnet sind, Flüsse, Stauseen, was auch immer die eingezeichnet sind. Anhand dessen könnt ihr einfach schon sehr viele Informationen rausziehen, wenn ihr euch an einen Punkt begebt, von dem ihr vielleicht so ein paar Meter weit sehen könnt, dass ihr einfach wirklich seht, was kann ich mit meinen eigenen Augen an Landschaft sehen? Was sehe ich an prägnanten Punkten? Habe ich hier vielleicht eine Gabelung, wo vier Wege abgehen? So, das habe ich ja nicht alle Nase lang. So, ich habe ja, ne, mal habe ich Wege, die gehen ganz langsam, lange einfach, da geht mal was ab. Und hier habe ich jetzt plötzlich so eine Kreuzung, wo vier Wege abgehen. Also schaue ich auf der Karte, wo ich ja grob weiß, okay, ich bin in diesem Gebiet gestartet. So, was habe ich denn da für Wege, wo vier Wege auf einmal abgehen? Das ist ja eine prägnante Sache.
Oder ich habe da Rastplätze und von diesem Rastplatz aus kann ich direkt irgendwie einen Stausee sehen beispielsweise. Dann habe ich auch schon wieder mehrere Informationen, die ich verknüpfen kann auf der Karte, wo ich dann einfach suchen kann, okay, nach dem Rastplatz, die sind ganz klein, da kann ich ganz viele drauf finden. Ich sehe aber einen Stausee, also gucke ich mal nach Stauseen. So, dann gucke ich, dann versuche ich dieses Puzzle so nach und nach zusammenzusetzen und so kann man alleine schon mit der Karte halt wirklich viele Informationen für sich gewinnen. Deswegen immer schön auf die Karte achten, gucken, was habt ihr für Gegebenheiten und vor allem den Kleinkram nicht ignorieren. Es zählen nicht nur große Berge und große Seen. Die sind gut, damit ihr einfach schon mal die Richtung wisst. Aber der Kleinkram und die Verknüpfung der verschiedenen Punkte, die sorgen dann dafür, dass ihr relativ genau eure Position bestimmen könnt, selbst wenn der Kompass gerade vaporisiert ist. Kommen wir zum letzten Teil der Praxis und damit will ich dann auch diesen Teil beenden. Aber wie gesagt, ich wollte noch so ein bisschen Praxis zu der ganzen Theorie hier mal mit reinbringen. Und zwar, wenn ihr euren Standort ganz genau kennt und ihr wisst auch ganz genau, wo ihr hin wollt, ihr wisst aber, dass ihr auf dem Weg dorthin euer Ziel aus dem Blick verlieren werdet und ihr lauft vielleicht querfeldein oder dergleichen, aber ihr wisst, genau da will ich hin. So, dann könnt ihr da eine Peilung auf der Karte machen und könnt anhand dessen die Marschzahl ablesen und auch immer auf dem Weg zwischendurch überprüfen, ob ihr immer noch auf dem richtigen Kurs seid. Auch das zeige ich nochmal bei den verschiedenen Peilungen, weil das immer wieder das gleiche Prinzip ist. Aber ich dachte mir, je häufiger ich das einbringe und verschiedene Anwendungen zeige, desto einfacher erschließt sich das ein. Weil es ist eine super einfache Sache, die nur im ersten Moment immer so kompliziert klingt. Nehmen wir einfach mal an, wir sind auf dem Brocken. Da haben wir hier richtig schön, wir sind beim Brockenstein, da haben wir hier einen Punkt auf der Karte. Hier sieht man auch die Gebäude, hier sieht man auch den Bahnhof, da sieht man die Bahnstrecke. Topografische Karten sind toll, hier sieht man richtig die Brockenbahn, zack. Runter, dass man genau den Verlauf sieht. Auch das ist immer eine schöne Sache der Orientierung, weil Gleise, da könnt ihr nicht viel daneben liegen, weil hier sind jetzt keine 1000 Gleise, die durchfahren. Flüsse, kleine Bäche und so welche Läufe, die können ganz viele sein, aber die Gleise, da wisst ihr, wenn ihr die sehen könnt, das muss anhand dieser Strecke irgendwo hier sein. Also auch wieder so ein Orientierungspunkt. Seht zu, dass wenn ihr mit der Karte arbeitet und ihr seid vielleicht so ein bisschen, ne, wisst nicht genau, wo ihr seid, dass ihr euch Orientierungspunkte schafft. So, wir sind jetzt also hier auf dem Brocken und ich möchte gerne zum Skidenkmal. Da wollte ich nämlich schon immer mal hin und das ist bestimmt ganz toll da. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich kenne diese Wege nicht. So, ihr braucht ein ganz klein bisschen Fantasie, aber kommt, folgt mir da einfach mal so ein bisschen, dann wird sich das relativ schnell erschließen. So, ihr wollt jetzt nicht die Wege gehen, sondern ihr seid die harten Burschen und ihr wollt Querfeld eingehen und ihr wollt euch hier durchkämpfen und so weiter und so fort. Es geht nur ums Prinzip. Dann könnt ihr... Weil ihr seht von hier, seht ihr euer Ziel auf der Karte und ihr arbeitet jetzt mit der Karte. Es geht nicht um die Peilung nach Sicht, sondern ihr arbeitet wirklich bewusst auf der Karte. Ihr wisst 100%, ihr seid hier oben auf dem Brocken. Ihr seid hier an dem Brockenstein. Das ist für euch ein Fakt, das wisst ihr genau. Und ihr wollt hierhin genau auf schnellstem Wege dahin, weil das ist ganz toll. Dann legt ihr euren Kompass an der Anlegekante genau, hier ist der Punkt vom Gipfel dort an. Und schiebt den genau auf das Ziel, dass ihr da so eine genaue Gerade zum Skidenkmal habt. So. Und ihr seht alleine hier schon, warum so gewisse Differenzen kommen. Weil man natürlich jetzt immer so ein paar Millimeter hat und ein Millimeter auf der Karte, ne, ist halt kein Millimeter. Nun haben wir hier auf der Karte, ich zeige mal einmal so einen Zack, so einen Strich, haben wir jetzt diese Linie gemacht. Wir wissen genau, wir wollen zum Skidenkmal, wir sind hier oben, das wissen wir auch ganz genau. Aber wir wollen hier zwischendurch, wir werden das Skidenkmal zwischendurch nicht sehen, wir wissen nur anhand der Karte, wir wollen dahin. Jetzt könnt ihr seht ja hier, zack, ne, zeigt nach Norden, hier seht ihr die Nordmarke. So, und diese Nordmarke wollt ihr jetzt ganz genau unter, ja, so, unter die Nadel bringen. Dass wirklich exakt die Nordmarke mit der Nordanzeige übereinstimmt. Dass es eine Linie ist. Wir haben jetzt also genau diese Linie eingestellt. So. Und wir haben den Kompass so eingerichtet, dass die Nordmarke, die dort runter sind, genau mit dem Pfeil, mit der Nordspitze der Nadel übereinstimmt. Und jetzt haben wir hier an der Ablesemarke, ne, können wir genau sehen, hier sind, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich weiß, das ist zu klein. Aber ich hole es mal eben kurz hoch. Ihr habt ja hier die Gradanzahl. Und ihr wisst jetzt, aha, 320, 330, 331. So, was aber für euch wichtig ist, den Ring fasst ihr jetzt nicht mehr an, bis ihr beim Ziel seid. So, es sei denn, ihr könnt zwischendurch das Ziel sehen, da kommen wir bei aktiver Peilung in den anderen Teilen dabei, aber ihr fasst diesen Ring jetzt nicht mehr an. Der muss jetzt so bleiben, das ist tatsächlich wichtig. Wenn ihr jetzt also lauft und
und ihr irgendwo hier zwischen seid, so, ne? Irgendwo hier seid ihr, ihr seid den Brocken schon runter, seid querwelt ein, habt euch da durchgeschlagen und so weiter, dann könnt ihr eure Position immer wieder bestimmen. Und zwar ganz einfach, indem ihr, wenn ihr zum Beispiel so steht, wisst ihr, ah, okay, irgendwas stimmt da nicht, denn die Nordmarke hier und die Pfeilspitze hier stimmen nicht überein. Das heißt, zack, ihr müsst dann den so weit drehen, dass das einfach, und euch natürlich mit, also nicht nur den Kompass, sondern wirklich die Richtung, dass ihr das hier wieder genau übereinbringt. Und die Spitze hier, wenn es hochklappt, kann man hier zwischen natürlich, ne, durchpeilen. Das kann ich jetzt nicht hochklappen, weil sonst kann ich euch nichts, das nicht zeigen. So, die Richtung hier ist genau die Richtung, in die ihr gehen wollt. Weil dann wisst ihr immer, ihr lauft immer genau auf diesen Grat und habt das übereingestimmt. Und ganz egal, wo ihr dann dazwischen irgendwo seid, wenn ihr mal so ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu weit links und ihr steht jetzt plötzlich irgendwie so, seid nicht ganz sicher, wo müsst ihr eigentlich hin. So, ich hoffe echt, ihr könnt das sehen. So, ne? Dann dreht ihr euch wieder. So, bis die Nordspitze von der Nadel und die Nordmarke darunter exakt übereinstimmen. Und dann wisst ihr wieder, das ist genau eure Richtung. Das Schöne ist, das könnt ihr auch hervorragend übertragen, ohne dass ihr nochmal an der Karte groß messen müsst. Denn ihr wisst jetzt, aha, das ist von der Marschzahl her, ist das 331. Das heißt, hier haben wir 330, zack, da gehen wir genau auf 331, weil hier habe ich natürlich auch den Kranz, 360 Grad. Und auch hier habe ich wieder die Marke, die mir zeigt, wo mein die Nordspitze hin muss. Und dann mache ich genau das Gleiche, zack. Ich gehe genauso wieder dazwischen. Ich weiß, das könnt ihr jetzt schwierig sehen. So, sorgt wieder dafür, dass die Pfeilspitze von der Nadel genau zwischen der Nordmarke ist. Und dann weiß ich genau, das ist mein Kurs. Da muss ich langlaufen. So, einmal nur zum Zeigen. Das funktioniert auch mit dem hier hervorragend. Hier habt ihr ja nochmal wirklich, ne, den Pfeil. Und hier habt ihr das Gleiche. So, ihr wollt das Ganze auf 331 Grad einstellen. Hier oben habt ihr ja auch wieder die Verlängerung davon. Na, könnt ihr so sehen zum Einstellen. Macht das auf 331. So, könnt ihr hier genau drehen. 320. Dazwischen ist nicht beschriftet, das ist also 330. Hier ist nämlich 340. So, das heißt, da haben wir 330. Ein Strich weiter, 331. Und dann habt ihr auch wieder genau das Gleiche. Und das, darauf will ich hinaus, dass das mit jedem Kompass letztendlich gleich funktioniert. Habt ihr auch wieder unten die Nordmarke. Ihr wollt wieder, ich lege das jetzt mal hier rauf, dass die Spitze der Nadel mit der Nordmarke genau übereinstimmt, dreht euch mitsamt des Kompass genau in die Richtung und habt hier anhand des Pfeils genau die Position, in die ihr, beziehungsweise genau die Richtung, in die ihr laufen müsst. Dieses Positionenbestimmen ist wirklich die Kernsache des Kompass und der Kompassarbeit für unsere Zwecke zur Bestimmung der Position. So habe ich das komplett ohne Sicht gemacht. Also davon ausgegangen, wirklich, ich konnte vom Brocken aus das Skidenkmal, was ich jetzt einfach nur als wichtigstes Beispiel genommen habe, nicht sehen. Ich wusste anhand der Karte, okay, ich habe die Karte eingenordet. Ich weiß genau, ich bin exakt an diesem Punkt, weil es war auf der Karte ersichtlich, ne? Direkt der höchste Punkt, da ist auf dem Brocken, weiß ich, ein Stein, da steht genau die Höhe drauf. Ich weiß also genau, dass ich da bin. Dann weiß ich, Karte eingenordet, ich kann mein Ziel anpeilen mit dem Kompass. Deswegen auch die Anlegekante wichtig. Ihr könnt da natürlich auch verschiedene andere Hilfsmittel nehmen. Ich finde es aber praktisch, wenn man einfach das direkt mit dem Kompass hat. Dann ist es einfach angenehmer, finde ich, zu arbeiten. Ihr legt das an, peilt auf der Karte euer Ziel an. Die Anlegekante am Anfang, Anlegekante, ne, die Seite, auf dem Punkt, wo ihr genau wisst, dass ihr da seid. Dann den Kompass so drehen, dass ihr genau eine Linie bildet zu eurem Ziel, das ihr nicht sehen könnt, das ihr aber auf der Karte ja bestimmen könnt. Und dann stellt ihr die Nordmarke und die Spitze der Nadel überein. Und so habt ihr eure Marschzahl, die ihr nutzen könnt, um entsprechend in die Richtung zu laufen. Ganz egal, ob ihr euer Ziel seht oder es nicht seht. So, das war jetzt auch nochmal mit vielen Worten erklärt. Ihr werdet das nochmal in den anderen Bereichen auch sehen. Aber das ist dieser Kernpunkt. Und wenn ihr das am Ende könnt, wenn ihr die Marschzahl bestimmen könnt und wisst, wie ihr anhand der Marschzahl verschiedene Punkte, das kommt dann nach den Peilteilen, wie ihr verschiedene Sachen identifizieren und so weiter könnt, dann könnt ihr den Radius, wo ihr unterwegs seid, nämlich von, das ist die Karte, das ist die grobe Übersicht, wie eben schon gesagt, wenn ihr einfach eure Umgebung sehen könnt und dann halt dessen so ein bisschen identifizieren. Und das hier ist dann der Punkt, wo ihr mit dem Kompass genau bestimmen könnt, wo ihr seid. Jetzt soll es aber für diesen Teil gewesen sein.
Ihr seht also auch, das ist wieder so lang geworden, dass wenn ich das an das andere Video noch hinten dran gehängt hätte, dann wäre das Video viel zu lang geworden. Deswegen gibt es einen extra Teil und ich hoffe, es ist soweit alles deutlich geworden. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann hinterlasst einfach einen Kommentar oder kontaktiert mich auch über meine Homepage gerne. Ich antworte nach wie vor auf alle Nachrichten. Es dauert mal einen Tag länger oder einen Tag weniger, hängt halt von meiner Zeit ab, aber auch antworten tue ich auf jeden Fall. So, ich trinke ein Käffchen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.